Songs heißt Senor Didi mit Musik wieder. Und heute möchte ich mal den Typ 3 D-Dur üben. Typ 3 der D-Dur-Tonleiter. Ja? Nicht Typ 3 Akkorde, sondern wir üben heute die Tonleiter von D-Dur. Das ist also der Typ 3 D-Dur-Tonleiter-Typ. Ne? Und zuerst machen wir die Akkordbegleitung mit Vierklang. Das heißt, wieder 8 Akkorde spielen. Wie wir das in der vorherigen Sendung gemacht haben. Erstmal haben wir es in C-Dur geübt. Dann haben wir das in G-Dur geübt. Und jetzt gehen wir einen Quintenschritt weiter und gehen auf D-Dur. Und da passiert dasselbe. Wenn wir die D-Dur-Tonleiter haben, dann haben wir einen D-Ton, ein E-Ton, ein Fis-Ton, ein G-Ton, ein A-Ton, ein H-Ton, ein Cis-Ton. Da haben wir die D-Dur-Tonleiter. Und aus diesen Tönen machen wir diese Akkorde auch. Das heißt, also der erste Akkord heißt D-Major 7. Die Kreuze heißt, da wird die Saite nicht mitgespielt. Wir machen immer nur vier Töne als Akkord. Zweiter Akkord ist E-Moll. Die beiden werden wieder gedämpft. Fis-Moll, da müsste ich dann mal gelb machen noch, weil das Moll ist. Dann haben wir jetzt immer die Grundtöne, ne? Dann haben wir G-Major, die beiden werden gedämpft. G-Major 7, ne? A-Dur 7, die vier werden gespielt und die beiden werden gedämpft. Kreuzchen heißt immer dämpfen, ne? oder nicht mitspielen. H-Moll 7, da müssen wir auch noch mal einmal gelb draus machen, weil der Grundton Moll ist. Ja, Grundton, was haben wir hier? Cis halb vermindert. 1, 2, 3, 4 Töne. Die beiden werden gedämpft. Da müssen wir noch einmal grün machen. Dann haben wir es richtig. So. Und diese 8 Akkorde, die spielen wir jetzt hintereinander. Das heißt also, wenn wir die hintereinander spielen, haben wir eine Kadenz. Die nehmen wir auf dem Tonband auf, im Viervierteltakt. Oder wie einer das will, kann man auch Dreivierteltakt machen oder sowas. Ich mache das im Viervierteltakt schön auf langsam. Aufnehmen. Oder einer spielt den Rhythmus, der spielt das hier, ne, die 8 Akkorde. Und andere, der spielt dann den Typ 3 D-Dur. So, und wir bereiten uns jetzt vor, wir üben jetzt erstmal diese Akkorde. D-Major 7, E-Moll 7, Fis-Moll 7, G-Major 7, A-Dur 7, H-Moll 7, Cis halb vermindert und D-Major 7 wieder. Ja? Und dann haben wir eine Kadenz, wenn man das nachher hintereinander spielt. Und wenn wir das auf Tonband aufgenommen haben oder auf einer Loopstation oder einer spielt den Rhythmus, dann kann man darauf den Typ 3, die D-Dur-Tonleiter, Typ 3 üben. Ja? Erste Muster davon, geht man hier richtig senkrecht runter und wieder hoch oder in der Langform-Tonleiter. Ja? Das wäre mal aber dann anschließend. Heute üben wir erstmal die Akkorde. Wenn wir die können und haben die aufgenommen, dann können wir auch an eine Tonleiter rangehen. Ja? Aber wie gesagt, die Tonleiter bzw. die D-Dur-Tonleiter, die ganzen Töne, daraus bestehen auch hier die Akkorde. Ja? Und das zeige ich euch jetzt mal auf Gitarre, wie die Akkorde gespielt werden. Und dann wird das auf Tonband aufgenommen, ja? Oder auf dem Loop. Das zeige ich euch mal als erstes jetzt. So, dann schauen wir mal. Hallo, hier ist der Senor Didi. Ich will mal heute meine Zeit nutzen, um die D-Dur-Tonleiter zu spielen und zu üben. Die D-Dur-Tonleiter, wie gesagt, ist der Typ 3. Erste Muster.
und die Langtonleiter und fünf Muster üben wir dazu. Aber bevor wir da rangehen an die Tonleiter, üben wir jetzt sieben Akkorde bzw. acht. Ja? D-Major 7. Dann gehen wir auf E-Moll 7. Dann gehen wir auf Fis-Moll 7. Also immer nur vier Töne, die anderen werden einmal wieder. Der geht hinterher auch nicht. Also immer. Ja? Als Vierklang. G-Major 7, A-Dur 7. H-Moll 7. Und Cis halb vermindert. Der wird nicht mitgespielt, auch nicht. Und wieder D Major 7. Ja? Wir fangen an nochmal und dann schön langsamer spielen. Als Kadenz spielen, kann man auch an einer Rhythmus, geht auch, ne? Wenn nicht das Problem. Oder man kann das auch drei Vierteltakt machen. Habt ihr die Reihenfolge jetzt eingehalten? Fis Moll 7. Als Viervierteltakt. Ne, aber ist ja, das kann sich jeder selber aussuchen. Schön rund spielen, schön gleichmäßig aufnehmen und darauf kann man dann die Tonleiter üben. Die D-Dur-Tonleiter. So. Und wie wir rausgekriegt haben, wenn wir die Akkorde, die bestehen aus der D-Dur-Tonleiter, die wir jetzt spielen, weil wir ja alles in D spielen. D Major 7 Grundton. E Moll 7. Also Tonleiter. Ja. Dann machen wir Fis Moll. Wer der nächste? Ja. Also die Akkorde sind nacheinander auch eigentlich die Tonleiter. So, und wir fangen jetzt mal an, die Tonleiter mal einmal einzuspielen. Das heißt, A, Seite, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Bund. Damit fangen wir an. D. D. Das ist das erste Muster. Das ist D-Dur-Tonleiter Typ 3, nennt man das. Mit fünf Typen davon, von den Tonleitern. Und die kann man dann auf allen Tonarten spielen. Ja? Also, aber man übt erstmal die ersten fünf. Der erste Typ ist G-Dur. Der zweite Typ ist C-Dur. Dritte ist D-Dur, F-Dur
und A-Dur. Ne? Die muss man sich üben. Und dann gibt es noch 5 Dur-Akkorde. Haben wir auch schon gelernt. Ja? 5 Typen. Und wie sind die bei den Tonleitern? Und bei den Tonleitern ist D-Dur der dritte Typ. Ja? D. Das ist, wie gesagt, also D-Dur, Typ 3 der Tonleitern. So, und jetzt machen wir dann mal das erste Muster. Im ersten Lage. Das heißt also, wenn wir die Akkorde spielen, ablaufen lassen oder einer spielt den Rhythmus und darauf übt man dann diese Tonleiter. Und wenn man die Langform-Tonleiter spielt, dann macht man nicht das in einer Lage, D, sondern man fängt bei der Langtonleiter folgendermaßen an, derselbe Ton, A-Seite 5. Bund, aber mit dem zweiten Finger. Damit fängt man an. Die Langtonleiter. Ja? Da fängt man hier an. Und jetzt macht man einen Lagenwechsel. Zeigefinger. Da hat man schon die erste Oktave in der Dur-Tonleiter. Und genauso geht man auch wieder zurück. Kleine Finger. Dann kommt man hier nicht mehr dran, so wie jetzt halt geschrieben ist, da braucht man eine E-Gitarre für. Man spielt das auch jetzt so weit, wie es eben gerade möglich ist. D. Aber wie gesagt, so an den Finger halten, ne? Wie das da so steht. Und das, diese Tonleiter, diese Lage also und die Langtonleiter, die übt man auf diese Akkorde. Abspielen, E-Moll 7, dann kommt Fis-Moll 7, E-Major 7, A-Moll 7, A-Dur 7, die Akkorde spielt, passt die Tonleiter dazu. Und deswegen am besten diese Akkorde üben, diese Lage üben und einmal die Langtonleiter. Und jetzt zeige ich euch nochmal auf Grafik, ja, dass man schon mal so die Basis hat von D-Dur. Das heißt also im Grunde, es geht hier um den Typ 3 der Dur-Tonleiter, D-Dur. Bevor wir die Tonleiter üben, üben wir diese Akkorde erstmal als Hintergrundmusik oder als Playback, dass man die Tonleiter auch üben kann. Darauf üben wir also erstmal D-Major 7 den Akkord, E-Moll 7, Fis-Moll 7. G Major 7, A Dur 7, H Moll 7, Cis halb vermindert und D Major 7 wieder. Ja? Und wenn wir das durchgespielt haben, dann können wir an die Tonleitern gehen. Das heißt, also wir spielen dann das erste Muster. A-Seite fangen wir an. 5. Bund mit dem Kleinfinger. Fingersatz einhalten. 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Wieder rückwärts gehen
Und immer gucken, dass man auf den Grundtöne wieder kommt. Entweder da oder da endet. Damit anfangen und damit aufhören, ne? Mit den Grünen. Aber ansonsten alles durchspielen. Ist Muster 1, D-Dur, Tonleiter, Typ 3. Und da gibt es dann 5 Muster, da machen wir in der nächsten Sendung. Und die Langtonleiter. Und wir fangen jetzt an mit dem Muster 1 üben, einbläuen, dass man das im Blut hat. Und einmal die Langtonleiter. Ja? Dass man diese beiden Dinger schon mal auf dem Schirm hat. Muss man ein bisschen weiter weggehen. Dass man das auch bis zum D-Ton hat. Also so weit kommt man nur, wenn man eine E-Gitarre hat hier, ne? Die einen D-Ton auch noch hat. Gibt E-Gitarren bis C, aber auch nur bis D gibt es auch. Und wenn man so eine klassische Gitarre hat, dann kommt man nur bis hierhin. Und bei der Western vielleicht bis hierhin so, ne? Aber so weit spielen wie möglich. Dass man vielleicht den D-Ton noch mitkriegt. Ja? Bei der Langtonleiter fängt man hier an, mit dem zweiten Finger. Und bei der ersten Lage fängt man mit dem vierten hier an. Ne? Ist aber derselbe Ton. Hier fängt man mit dem vierten kleinen Finger an. Derselbe Ton, hier fängt man mit der Langton an, ne? Mit dem zweiten Finger. Dann macht man den Fingersatz 1, 2, 4. 1, 2, 4. Rutscht drüber mit dem ersten Finger 3, 4. Und wenn man wieder zurückgeht, dann geht man wieder mit 4, 2, 3. Man hält diese Finger immer ein. 1, 3, 4, 2, 4. Lagenwechsel, 1, 2, 4, 1, 2, 4, Lagenwechsel, 1, 3, 4, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, Lagenwechsel, 4, 2, ja, Lagenwechsel, ne? Sich aber wirklich darauf einlassen, nicht sagen, ich mache da mit den Fingern lieber so und so oder nur mit drei Finger. Dann nimmt man sich selber was weg, ne? Also im Grunde macht man das immer mit vier Fingern. Übt das so, wie das da steht, dann kommt er auch schnell nach vorne, ja? So, und in der nächsten Sendung werde ich euch dann noch die 5 Muster dazu zeigen. Und dann üben wir die 5 Muster in den Durtonleiter und die Langton nochmal, ja? Und wir bleiben aber jetzt beim ersten Muster hier. Und der Langtonleiter. Das zeige ich euch jetzt nochmal auf die Gitarre. So, dann haben wir noch ein paar Sekunden. Also wie gesagt, erstmal die Akkorde spielen, ja? Und dann fängt man mit dem ersten Muster an. Den Grundton enden. Und bei der Langtonleiter fängt man mit dem zweiten Finger an. Langwechsel. Dann direkt in den Langtonleiter reinzugehen. Wer hat Lagenwechsel? Ja, höher geht's dann nicht mehr. So, dann wünsche ich euch alles Gute. Übt das und in der nächsten Sendung machen wir nochmal die 5 Muster in D-Dur und die Langtonleiter. Nicht? Und dann haben wir es drauf. So, ein paar Sekunden haben wir ja noch. Üben wir das nochmal, das erste Muster hier. Und so lange üben, bis man das im Blut hat. Man braucht da gar nicht mehr hingucken. Ja? Ciao, ciao. Mach
machen wir heute noch für einen Unsinn?